So, Halli, Hallöchen und willkommen zurück zu Far Cry Nummer 3. Hier. Kann ich hier runter? Nein, da ist Wasser. Ist eine scheiß Idee, da runter zu fahren. Wir fahren jetzt zum Rüsthof, beseitigen da den Rost. Und holen uns dann den Funkturm und dann den Oliver, so wie es aussieht. Wir wissen ja jetzt, wo er ist, auf der großen Straße. Hat uns ja der Mann in Weiß gesagt. Da hat jemand nicht überlebt. So, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Ach man, jetzt so einen schönen Ferrari und dann hier durchfahren auf asphaltierten Straßen, aber bitte. Weil ich glaube, mit einem Lamborghini oder so will ich nicht durch diese Schotterpisten fahren, das arme Auto. Da lang. Ich glaube, das war ganz gut. Da sind uns nämlich gerade Piraten, glaube ich, entgegengekommen. So, können wir aus dem Hinterhalt anschleichen. Komm ich hier hoch, bitte sagt, dass ich hier hochkomme. Ah, Mann. Ah, jetzt. Ups. Vorsichtig, vorsichtig. Sehr gut. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Sehr gut. Wo ist denn das Lager? Jetzt renne ich ja wieder hoch zur Straße. Oh. Hilf! Sind das welche von uns hier? Ah. Geh weg, geh weg, geh weg. Die schießen jetzt sich ernst auf die Wa. Alter. Ich nehme mal euer Auto. Wie dumm. Wir gucken einfach so. Ist das jetzt dein Ernst? Hey, wollt ihr mir helfen? Ich gehe jetzt ein paar Raketen töten. Nein, 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 Piraten. Ich sag immer Raketen zu den Vollidioten. Da vorne rennen Piraten schon rum. Aus der Entfernung ist das Ding super. Ups. So, kein Krokodil bitte. Danke. Ich rechne immer damit, dass so ein verkacktes Viech da rauskommt. Jedes Mal. So, gut. Und noch Hunde. Mann. Die nerven echt richtig ab teilweise. So, da unten ist das Lager. Ich habe Angst, dem Tiger irgendwie entgegenzulaufen. Weil das ist so typisches Tiger-Territorium hier, glaube ich. Was sagt die Map? Dunkelheit. Toll. Immerhin sind wir schon am Dorf. Können wir von hier oben snipern? Ja, ein bisschen, ne? So, da ist der Alarm. Wir haben da ein paar Wauwaus. Geh mal auf die andere Seite schnell. Von da aus kann man uns nämlich nicht so entdecken. Es darf vor allen Dingen jetzt kein Auto von den Rakyat vorbeifahren. Von den Piraten, meine Fresse. Sonst werden wir gesehen.
So, gibt es da irgendwo... Wir könnten von oben ran. Scheiße. Verdammt. Okay. So, jetzt kommt hier einer hochgeschissen. Wow. Geschafft. Boah. Das war scheiße. Vor allem, da kommt der eine um die Ecke gegeistert. Kein Alarm ausgelöst, na immerhin. So, da geht's rein. 11 von 34 Außenposten. Wir haben echt noch richtig viel hier zu tun, glaube ich. So, noch eine Crack-Formel. Und 250 Dollar. Riecht es gerade nach Käse irgendwie. Ich wollte dich schon erschießen. So, Funkturm. Da hinten. Da laufen wir hin, da brauchen wir nichts Großes. Ich habe gerade auf meinem Handy gesehen, meine Freundin ist gerade vom Fahrrad gefallen. Scheiße. Und ich kann nicht zurückschreiben. Das ist kacke. Mach mir jetzt voll Sorgen. Jason. Da komme ich nicht hoch, das ganze Knicken. Hier, weißt du was? Moment, ich schreibe mal kurz zurück. Das gibt mir jetzt keine Ruhe. Da muss man einfach zurückschreiben, tut mir leid. Ich meine, wenn die Freundin einfach nur Hi schreibt oder so, das kann warten. Sage ich ganz ehrlich, das kann warten, ja? Aber wenn sie sich verletzt hat, da vergiss es. Da bin ich knallhart. Du hast eine Freundin? Ja. Ist nichts Außergewöhnliches. Eigentlich. Oh, Vorsicht. Da liegt Geld. Lauf! Meins, 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 meins. Wow! Alter! Also ab und zu mal, weißt du? Da lang, dann da hoch. Nochmal klettern. Vorsichtig. Nochmal klettern. Sind wir jetzt da? Bitte. Wieso haben die Vollidioten noch nicht hier einen Fahrstuhl eingebaut? Verstehe ich nicht. Sondern immer klettern, immer klettern. Ey, mach mal den Funkturm an. In 3 Tagen kommen die Feinde. Na gut. So, mach den Shit auf. Mainboard raus. Schalter 1 und Schalter 2. Yay! Kaputtes Auto. Parkettlager haben wir schon. Cool, da war der Alarmkasten immer noch offen. Nice. Eine alte schöne Hütte.
So, dann geht's direkt weiter. Wohin? Ach, da unten. Also. Jetzt gratis im Shop die F1. Ein Granatwerfer, fett. Oh, was eine geile Wiese, Alter. Ich weiß das nicht, wenn die Sonne da untergehen würde, ja? Hier so eine Decke? Und dann so mit der Freundin hier hinlegen. Boah, Hammer. Die Spielchen werden zu Hause getrieben, nur in Klammern geschrieben. Oh Gott. Ich entschuldige mich für diese Aussage. Ich habe mir wieder nichts zu trinken bereitgestellt. Ich bin so ein Vollidiot. Jedes Mal denke ich, ja, geht ohne trinken, passt schon, das kriege ich schon irgendwie hin. Ist aber dann mitten in der Aufnahme, ich hab zwar jetzt erstmal zwei Folgen aufgenommen, aber jetzt so... Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Heli. Beilung. Aussichtspunkt, dann mal los. 1:40. Gib Gummi, Alter. Mit 60 PS kommt man wohl nicht weit. Keine Ahnung, ob ich da lang muss. Entschuldigung, mein Freund ist in Gefahr. Fahr, alter Sack. Oh, ein Pirat. Spring dich zur Seite, bitte. Nein! Kommt da noch einer hergescheißert? Vorsprung ist perfekt. Nein. Oh, ich sehe schon, was, wie viel Explosionen auf uns zukommen. Oh, wir hatten gerade mal 50 Minuten gebraucht. 50 Sekunden. So. Oliver. Da haben wir noch ein paar Sachen. Ein Boot. Heli? Da, Heli. Mal sehen, ob der Grafikfehler wieder auftritt. Hier am Heckrotor, der war auf einmal quer. Aber sieht wohl doch recht gerade aus. Was eine schiefe Landung. So, da kommen... Da ist der. Da ist er. Mal ein Foto gemacht. Olli. Ich komme, schätze ich, hin. Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Fuck. Oh, neue Scharfschütze. Los! Oh, kastriert. Oh, ins Bein. Komm. Fast. Schon. Lauf weiter! Wo ist er? Da. Komm. Nummer 2. Komm, der nächste. Danke. Lauf.
Oh, ich kann ja noch ein ganzes Stück zoomen. Danke fürs Rausholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier. Gib Gummi, Alter. Halt das Boot gerade. Ich versuch's. Schneller. Wir kommen. Spastis. Ups. Ich brauche mehr Platz auf dem Schreibtisch. Wo sind noch mehr von denen? Halt das scheiß Boot grad. Boah, also genauer zielen kannst du vergessen. Jawohl. Das war's, Olli. Boah. Ich bin gerettet. Und die haben meinen Vater erpresst. Er wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Puh. Ich brauche mehr Platz hier auf dem Schreibtisch, Alter. Daisy! Ich hab Oliver. Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Ist das hier eine richtige Landung? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich, hey, ich bin in einer Sekunde da. Das ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du hilfst mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist ja doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. War das jetzt Sarkasmus? Sie hat jedenfalls gelacht. Du findest besser die anderen.
Schon wieder Drogen? Jo, aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Oh, nice. Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Kriegmann, bringt mich echt ins Grübeln. Ja, klar. Wo du das nächste Gras Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahl die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Ja, gib mir das. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Kohle! Nee, danke, Schatz. Kohle! Hey, was ist denn los? Cool. Hallo? Vergiss Bier! Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai. Vergiss es! Ich nehm Sambuca Shots! 6-7! Frauenprobleme? Sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr! Ich bin kurze! Also das! Genau das brauche ich jetzt. Dann rein mit den Kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Moment. Pass auf, nicht schlabbern, nicht schlabbern. Schluck, schluck, schluck. Danke, geschafft. Baby. Yeah. Oh, shit. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo sind wir irgendwo hin? Meine Scheiße. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Vorgeschichte. Schau an. Cool. Nice. Na gut, dass wir die Drogen ausprobiert haben. Das haben jetzt alle gehört, ne? Scheiße. Ach, geil. Ich mag das Spiel einfach zu sehr. Huch, wo sind wir denn gelandet? Grafikfehler. Oliver Caswell. Dein extrem reicher Freund Oliver Caswell, war das Sarkasmus? Wir werden sehen. Sein Vater ist Risikokapitalgeber. Oliver ist schon Drogenbesitzer verhaftet worden. Was? Einmal wegen Verkauf. Vorzeigesöhnlich. Nice. Gut, wir sehen uns dann mal in den... Ah, da hinten. Wir gehen dann mal gleich zu Olli. Wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge und keine Ahnung, wie wir hinten gelandet sind.